Jetzt kommen wir also zu unserer ersten Vorlesung. Das Thema ist das biopsychosoziale Modell. Und hier soll uns die Frage begleiten, auf die ich dann zu mal zurückkommen werde, beeinflusst die Subjektivität des Patienten sein psychosoziales Herangehen an seine chronische Erkrankung. So, welche Fragen werden uns beschäftigen? Sie werden also sehen, dass ich Ihnen immer bestimmte Fragen aus dem IMPP gebe, damit Sie sich trainieren können, diese dann auch im Physikum gut beantworten zu können. Ich stelle Ihnen jetzt diese Fragen vor und wir werden abschnittsweise diese Fragen dann gemeinsam beantworten können. So, die erste Frage ist, wie hoch ist die Spontanremission bei Patienten mit vorwiegend organisch bedingten Erkrankungen? Und Sie sehen jetzt also die Angabe von bestimmten Prozentwerten, 10 bis 20%, 25%, 30 bis 40%, 50% oder 70 bis 80%. Dann eine weitere Frage zu den häufigsten Beschwerden in der Allgemeinarztsprechstunde bei Erstkontakt zählen innere Unruhe und Erschöpfung. Welches der genannten Krankheitsbilder könnte diese Beschwerden am ehesten erklären? Und hier ist zur Auswahl Asthma bronchiale, Mammakarzinom, Diabetes mellitus, Migräne und Rückenschmerzen. Und dann eine nächste Frage, die also an unsere Grundfrage, die ich vorhin schon benannte, andockt. Was ist eine subjektive Laientheorie? Ist das populärwissenschaftliche Literatur? Sind das Alltagsvorstellungen, die sich Patienten über Krankheitsursachen bilden? Sind das historische Annahmen zur Ursache einer Erkrankung, eine falsche Theorie oder auch psychische Erkrankung? Dann eine nächste Frage, was ist Iatrogenisierung? Ich gehe jetzt nicht die ganzen Alternativen nochmal durch, das gucken wir uns nachher an. Und dann haben wir noch zwei weitere Fragen, auf die ich dann später noch Bezug nehmen werde. Die prüfungsrelevanten Lernziele unserer heutigen Vorlesung sind, dass Sie lernen, wie man, was man unter Stadien des Hilfesuchens beim Patienten bezeichnet und diese eben auch erkennt, dass Sie erfahren, was eine subjektive Laienätiologie ist und welche Bedeutung sie für uns als Behandler hat innerhalb des Heilungsprozesses. Begriffe wie Über-, Unter- und Fehlversorgung werden eingeführt, die auch oft Gegenstand im Physikum sind für Fragen. Dann das Health Beliefs Modell wird eingeführt und einige wenige Ausführungen werde ich machen zur evidenzbasierten Medizin und Qualitätsmanagementsystem, wobei hier vor allen Dingen hier, also wie Sie bitten würden, das Konzeptstudium sich durchzulesen. Darauf gehe ich dann aber später noch ein. Was sind die praxisrelevanten Lernziele, die mindestens genauso wichtig sind, auch wenn wir verstehen, dass Sie natürlich jetzt erstmal daran interessiert sind, Ihr Physikum zu schaffen, ist es dennoch wichtig, darüber hinaus zu gucken. Denn Sie wollen ja als Ärztinnen und als Ärzte auch gut wirksam werden. Und Sie werden erkennen, so jedenfalls sind die Informationen unserer Studierenden der höheren Semester, dass vieles, was Sie lernen in der Vorklinik, dann von großer Bedeutsamkeit sein wird, im klinischen Abschnitt sind. So, welche Lernziele sind das? Wir haben also hier die emotionalen Faktoren im diagnostischen Prozess. Dann haben wir auch, also das heißt, also was, welche Rolle spielt Angst und Depression? Dann haben wir die Patientenschulung für die Arzt-Patienten-Beziehung. Warum ist die notwendig? Wir werden über Supervision sprechen. Und das steht toll, ne? Eigentlich Patienten zur Motivierung, zur Compliance motivieren. Und wir werden heute nur ansatzweise, aber doch, für später umso intensiver, das hat ja nichts mit dem zu tun, mein Anbieter mehr Geld ab. Mit entsprechenden Informationen sprechen. Ich muss noch mal darum bitten, dass Sie bitte... Wird ja eh aufgezeichnet und so kann man es eh nicht richtig zu verstehen. Mir wird gerade gesagt, dass ich die Stimmen ausschalten kann. Da brauche ich jetzt hier ein bisschen Unterstützung, weil das ist wirklich störend. Aber nicht jemand hören. Hallo? Ja. Oh, hallo. Ich wusste gar nicht, dass man mich hört. Haben Sie schon rausgefunden, dass das Meeting voll ist? Man kann sich nicht mehr anmelden.
Ja, ich habe am Anfang des Meetings gesagt, dass wir das klären müssen, dass wir nicht wissen, worauf das zurückzuführen ist, weil eigentlich Zoom für 500 Personen zugelassen ist. Okay, ja gut, alles klar. Also wir konnten uns jetzt auch nur noch über Telefon einmelden und auch nur noch ich. Ja, vielleicht könnten Sie den anderen Studenten eine kurze Nachricht schreiben. Für mich ist das jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil ich ja die Vorlesung sozusagen halte. Ja, Ja, ich mache das eben so gut das ich ist gut. kann. Herzlichen Dank. So, und jetzt muss ich hier irgendwie rausfinden, wo ich das mal abstelle, weil damit wir eben halt auch das entsprechend okay, also das scheint jetzt hier ein bisschen schwieriger zu sein. Ich verlasse mich jetzt einfach darauf, dass Sie versuchen, Ruhe zu halten, erstmal, damit wir weiter zu unserer Vorlesung kommen können. Gehen wir also zurück. Wir kommen also jetzt zu den ersten Entscheidungsstufen. Wenn man also entscheidet darüber, warum ein Patient sich entscheidet, zum Arzt zu gehen, dann denkt man natürlich erstmal, na, das ist doch eine ganz einfache Frage. Der Patient könnte doch vielleicht ja, einfach eine Krankheit oder bestimmte Symptome verspüren und könnte dementsprechend dann eben entscheiden, zum Arzt zu gehen. Ich will Sie, um Sie für dieses Thema etwas zu sensibilisieren, mit einem Fallbeispiel konfrontieren. Wir hatten kürzlich in unserer Notfallambulanz eine Situation, dass ein Patient von unseren Notärzten eingeliefert wurde. Dieser Patient war am Coronavirus erkrankt und war 38 Jahre und kam mit einer massiven Immunschwäche, die dadurch bedingt war, dass er aus einer, wie er dann später uns mitteilte, hohen Angst heraus versuchte, die Symptome des Virus umzuinterpretieren in die Diagnose des Asthmas, das er hatte, als er das erste Mal, also das erste Mal hatte, als er 18 Jahre alt war und nun sich versuchte, sozusagen einzureden, dass er doch nur eine asthmatische Erkrankung hat und sich aus diesem Grunde dann auch mit Cortison behandelt hat, was dazu führt, dass das Immunsystem supprimiert wird, also geschwächt wird, was wiederum dazu führte, dass also die virale Erkrankung extrem intensiv wurde und dieser Patient diese Erkrankung also nicht überlebt hat. So, diese Erfahrungen machen wir nicht nur in solchen schwierigen Zeiten, gesundheitlich schwierigen Zeiten wie jetzt, sondern wir haben es eben mit Menschen zu tun, die durch verschiedene Motive, aus verschiedenen Motiven heraus, durch verschiedene externe und interne Ursachen, verschiedene Strategien nutzen, um mit Symptomen oder Erkrankungen umzugehen. Und aus diesem Grund ist es wichtig, sich mit diesen Entscheidungsstufen zu beschäftigen, damit Sie, wenn Sie dann mit Patienten konfrontiert sind, auch sehen können, in welcher dieser Entscheidungsstufen sich der Patient befindet und welche Risiken, Schwierigkeiten oder auch Ressourcen man als Ärztin oder Arzt hat, um hier Einfluss auf den Krankheitsverlauf zu nehmen. Also nehmen wir mal an, es handelt sich hier um einen Patienten mit einer guten Introspektionsfähigkeit, das heißt also einer guten Fähigkeit, die körperlichen Symptome wahrzunehmen. Er spürt also diese Körperempfindungen und entscheidet entweder, diese zu ignorieren oder die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Wenn wir jetzt annehmen, dass er die Aufmerksamkeit darauf richtet, dann wird er möglicherweise spüren, dass er eine große innere Unruhe spürt, vielleicht auch eine Erschöpfung oder auch Kopfschmerzen oder auch Konzentrationsstörungen oder Schlafstörungen. Und wir sehen hier, wie im DIA abgebildet, dass die häufigsten Beschwerden, die in der Allgemeinbevölkerung geschildert werden und die vor allen Dingen bei den Sprechstunden des Allgemeinarztes auftauchen, Symptome sind von innerer Unruhe, Erschöpfung und Kopfschmerzen. Ja? Und auch Schlafstörungen. So, das heißt also, wir müssen damit rechnen, dass, wenn die Patienten zu uns kommen, sie natürlich nicht mit einem definierten Symptombild bei uns erscheinen, sondern eher
unspezifische Symptome berichten, die wir direkt erfragen müssen, nachfragen müssen, um Zusatzinformationen zu bekommen. Und so sehen wir eben, dass zum Beispiel innere Unruhe und Erschöpfung eines der Hauptsymptome einer beginnenden Diabeteserkrankung sein können. Im Weiteren sehen wir, wenn wir jetzt fragen, wie häufig Schmerzen auftreten, dass an oberster Stelle Kopfschmerzen sind und Rückenschmerzen und hier aber schon entschieden werden muss von dem Allgemeinarzt, ob diese Kopfschmerzen noch von anderen Fachdisziplinen näher begutachtet werden müssen, wie zum Beispiel von den Neurologen oder auch von den Radiologen im Sinne der MRT- oder CT-Aufnahmen. Gefolgt von den Kopfschmerzen sind Rückenschmerzen sehr häufig. Wir haben eine Prävalenz von Rückenschmerzen, also eine Auftrittswahrscheinlichkeit von Rückenschmerzen von über 80% in der Bevölkerung. Das heißt also, dass mindestens einmal im Leben haben 80% aller Menschen die Erfahrung von Rückenschmerzen gemacht. Wir wissen aber, dass von diesen bei diesem Erkrankungsbild nur 10% der Patienten wirklich chronifizieren. Aufgrund dieser und ähnlicher Ergebnisse wurde herausgefunden, dass 80% der Patienten, die in der Allgemeinheitssprechstunde erscheinen, eher eine Spontanremission zeigen. Das heißt, hier stellt sich die Frage, was ist eigentlich die Motivation, zum Arzt zu gehen? Ja. Das heißt also, wenn der Patient eine Aufmerksamkeit sozusagen auf seine Symptome gerichtet hat, dann kommt es darauf an, ob er es interpretiert als Anzeichen einer Krankheit oder als harmlos und dann geht er nicht. Wenn er zum Arzt geht, kommt es immer noch darauf an, ob er entscheidet, ob diese Symptome sozusagen die Hauptursachen sind, um zum Arzt zu gehen oder zum Beispiel wie bei vielen älteren Menschen, die unter Vereinsamung leiden, oftmals der Kontakt mit dem Arzt der einzige soziale Kontakt ist. Ja? So, das bedeutet also, dass ich als Behandler dann entscheiden muss, was ist eigentlich hier die Hauptursache, dass der Patient zu mir kommt. Nun wissen wir natürlich alle, dass unser Berufsstand ja etwas überfordert ist mit all den vielen Anforderungen. Das heißt, dass wir wesentlich mehr Ärztinnen und Ärzte bräuchten, als wir derzeit haben. Das wiederum bedeutet, dass die durchschnittliche Verweildauer in der Allgemeinsprechstunde 7 Minuten ist und das ist viel zu kurz. Aber trotzdem gibt es Möglichkeiten, über die Sie mit Sicherheit dann später in der Klinik viel intensiver sprechen werden und erfahren werden, wie man diese Schwierigkeiten angehen kann, wie zum Beispiel, dass man überlegt, wenn man Patienten mit rheumatischen Erkrankungen hat, die das erste Mal kommen, dass man das so einplant, dass man tatsächlich dann auch 35 bis 45 Minuten Zeit für sie hat. Oder dass wenn Patienten zu den sogenannten schwierigen Patienten zählen, dass man sie sozusagen als Letzte in der Sprechstunde bestellt, damit eben der persönliche Zeitdruck nicht dazu führt, dass die Kommunikation gestört wird und dann, wie es in der Regel so üblich ist, dann das Gespräch eh länger dauert. Ne? So, also das heißt, hier habe ich schon durch meine Einschätzung, warum kommt der Patient eigentlich und was ist es denn eigentlich, was ich ihm, womit ich ihm helfen kann, die Möglichkeiten, den Prozess schon besser zu kontrollieren und einzuschätzen. Warum ein Patient kommt, hängt auch sehr davon ab, wie er die Symptome bewertet. Das heißt also, die Aufmerksamkeit auf das Symptom ist zum einen abhängig von der Intensität des Symptoms natürlich und aber auch von der emotionalen Beeinträchtigung. Wir wissen zum Beispiel, wenn Patienten schon die Erfahrung gemacht haben, also chronisch kranke Patienten, dass sie bestimmte Symptome entwickeln, die auf einen Schub hindeuten, dass sie dann mit eigenen Erfahrungen reagieren und sehen, wann muss ich überhaupt den Arzt aufsuchen oder wann weiß ich, wann ich mit den Medikamenten und der Dosis so hantieren kann, dass ich zumindest den Beginn des Schubes gegebenenfalls auch selber schon mit beeinflussen kann. Oder eben, wenn es besonders intensiv ist, dass dann schon für die Patienten deutlich wird, das wird wohl ambulant nicht zu behandeln sein und nicht selten kommen die dann auch schon direkt mit
vor im Gepäck sozusagen und wissen, dass also die stationäre Behandlung sofort erfolgen wird. Der zweite Punkt ist die emotionale Beeinträchtigung. Wir wissen zum Beispiel von unseren Leistungssportlern, dass wenn sie kurz vor dem Wettkampf sind, die Gefahr der Verletzung besonders stark ist, einfach aufgrund dessen, dass sie sich sehr unter Druck setzen, um den Wettkampf natürlich auch gewinnen zu wollen und in dem Moment durch den hohen Druck es zu einer übermäßigen Muskelanspannung kommt und somit da starke Verletzungen auftreten können. Wir wissen aber auch, dass aufgrund dieser Zielorientiertheit Leistungssportler dann oftmals ihre Symptome verleugnen bzw. tatsächlich nicht wahrnehmen können, was aber dazu führen kann, dass dann entweder die Erkrankung schlimmer wird oder tatsächlich durch diese Zielorientiertheit der Wettkampf schon durchgeführt werden kann und die Erkrankung unmittelbar danach auftritt. Sie haben das vielleicht an sich selbst auch schon erlebt, wenn Sie gesehen haben, dass Sie zum Beispiel, wenn Sie sich vielleicht noch an Ihre Schulzeit erinnern, immer dann mit einer Infektneigung reagierten oder mit einem Infekt, wenn Sie in die Ferien kamen. So, und das, was also bedeutet, Sie haben die ganze Zeit durchgehalten und in dem Moment, wo es dann zur Entspannung kommt, kommt es auch zur Entwicklung der Symptome, weil, also als ob der Körper gerade in dem Moment dann praktisch die Zeit hätte, sich dieser Krankheit zu widmen. Und wir wissen aus psychoimmunologischen Gründen, dass in dem Moment, wo also der Druck nachlässt, dann tatsächlich auch die Immunabwehr nachlässt und es eben dann zur Entwicklung von Erkrankungen führen kann. So, jetzt haben wir den ersten Abschnitt unserer Vorlesung schon geschafft. Ich bitte Sie jetzt mal, die Frage zu beantworten: Wie hoch ist die Spontanremissionsquote bei Patienten mit vorwiegend organisch bedingten Erkrankungen? Ist es A 10 bis 20%, B 25%, C 30 bis 40%, D 50% und E 70 bis 80%? Ich gebe Ihnen ein bisschen Zeit zum Nachdenken. So, ich gebe Ihnen jetzt die richtige Antwort bekannt, sodass Sie das für sich selber entscheiden können, was also, ob Sie die richtige Antwort gefunden haben. Die Antwort E wäre hier die richtige Antwort. Es sind also 70 bis 80% von Patienten, die mit Spontanremission reagieren würden bei vorwiegend organisch bedingten Erkrankungen, die in der allgemeinen Arztsprechstunde auftreten. Dann die zweite: Zu den häufigsten Beschwerden der allgemeinen Arztsprechstunde bei Erstkontakt zählen innere Unruhe und Erschöpfung. Welches der genannten Krankheitsbilder könnte diese Beschwerden am ehesten erklären? Asthma bronchiale, Mammakarzinom, Diabetes, Typ 1, Migräne, Rückenschmerzen. Ja, ich gebe Ihnen ein wenig Zeit, um nachzudenken. Die richtige Antwort wäre C, Diabetes mellitus.